Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Sensi-Video. Und zwar wollen wir heute mal zusammen schnuppern. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Es gibt wieder neue Bring Back My Bar-Düfte. Was ist das jetzt? Bring Back My Bar, bring meinen Bar zurück auf Deutsch. Ja. Es gibt zweimal im Jahr die Möglichkeit, von Sensi sich Düfte aus den vergangenen Jahren und auch teilweise aus anderen Ländern für kurze Zeit zurückzuwünschen. Ja, da gibt es immer eine Abstimmung, vielleicht hat der ein oder andere auch mitgemacht, da können, egal ob Kunde oder Berater, können alle abstimmen und ja, ihren Lieblingsduft dann quasi zurückvoten. Und das gibt es immer zweimal im Jahr, die kommen einmal im Juni und einmal im Januar. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich meine Bring Back My Bars für Juni bekommen. Hallöchen, da ist jemand mit dabei. Wenn ihr zuschaut, schreibt mir gerne mal ein Hallo in die Kommentare, damit ich auch sehen kann, wer so da ist. Genau, und diese Düfte sind jetzt, wie gesagt, brandneu. Also ich persönlich kannte von diesem Ganzen einen Duft. Ansonsten, alle andere kenne ich auch nicht und ich habe mir gedacht, wir schnuppern jetzt einfach mal zusammen und ich verrate euch so, welche Düfte für mich die besten von den 12 sind. Es sind nämlich ganze 12 Düfte, also es ist schon jede Menge, was wir da durchschnuppern können und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ja. Die Düfte gibt es übrigens ab 1. Juni und die wird es nur so lange geben, solange der Vorrat reicht. Wenn die also ausverkauft sind, dann sind sie ausverkauft, dann habt ihr nur noch eine Möglichkeit, wenn unter diesen Düften ein Duft mit dabei sein sollte, wo ihr sagt, oh mein Gott, den brauche ich für immer, dann nutzt die Chance auf den Sensi Club. Den kann ich euch am Ende des Videos hier einfach nochmal kurz erklären, aber jetzt wollen wir loslegen und wollen losschnuppern. Ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfangen soll. Wir nehmen einfach mal den, ich finde, der hört sich mega cool an, Candy Dandy. Also nicht wundern, ich habe heute keine Bars hier mit dabei. Ich habe nebenbei nämlich schon fleißig und habe kleine Party-Tester erstellt. Also für alle Gastgeberinnen, dass die auch diese Düfte mit dabei haben, weil die sind natürlich in der Schnuppertasche eigentlich nicht mit drin. Aber ich bin echt so ja, begeistert von den diesmaligen Bring Back My Bar Düften, dass ich da auch für alle Gastgeberinnen kleine Tegel gegossen habe, mir selber Pröbchen gemacht habe, dass da auch die Gäste noch die Bring Back My Bars schnuppern können. Okay, also ich rede zu viel. Candy Dandy ist der erste Duft. Candy Dandy ist was für alle, die süß lieben. Kann man vom Namen schon ableiten, Candy, Süßigkeiten. Ich lese euch einmal kurz vor, wonach er riecht, laut Duftbeschreibung. Und dann sage ich euch, wie er für mich riecht. Fast süß genug zum Essen. Kinder sind verrückt nach dieser köstlichen, nach Süßigkeit duftenden Mischung aus Mango, Zitronenbonbons und cremiger Vanille. So, jetzt machen wir es nochmal auf und schnuppern nochmal. Oh. Ja, also ich bin ja eine Süße, ich mag das total gerne, aber vorsichtig. Also es ist, glaube ich, kein Duft, der jedem gefällt. Es ist wirklich bappesüß. Aber positiv bappesüß. Und dadurch, dass man diese Zitrone noch mit drin hat, von den Zitronenbonbons, finde ich es jetzt gar nicht zu süß. Es gibt auch manche Düfte, ist auch einer mit dabei, sage ich euch auch ehrlich, die sind mir auch zu süß, die sind mir auch nichts. Aber der, oh, der ist mega, mega angenehm. Und ja, die Kinder lieben ihn. Meine haben auch dran geschnuppert und haben gesagt, den wollen wir im Kinderzimmer haben. Ja, also die die schnuppern da schon immer mit. Also Candy Dandy auf jeden Fall für alle, die es süß mögen. Absolute Empfehlung, denn sowas in der Richtung haben wir überhaupt gar nicht im Katalog. Ist, glaube ich, auch nur in Amerika gewesen, dass es den Duft gab. Oder ich war zu dieser Zeit nicht anwesend, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es den mal in Deutschland gab. Candy Dandy, das war die Nummer 1. So, der nächste ist Red Ginger Flower. Red Ginger Flower, also rote Ingwerblume. Der Duft eines üppigen Gartens im fernen Osten. Frisch geschnittene Ananas, wohlduftende, schwieriges Wort,
wohlduftende Frangipani-Blüten und rote Goji-Beeren mit einem Hauch von vollmundigem Sandelholz. Sandelholz ist ja was, was ich total gerne mag, denn ich finde, alle Düfte, die Sandelholz mit drin haben, die haben sowas Gemütliches. Könnt ihr euch vorstellen, wie gemütlich riecht? Also für mich hat Sandelholz, ja, wie gesagt, was Gemütliches, was Sanftes. Und das in Kombi mit was Fruchtigem finde ich immer ganz gut. Red Ginger Flower, wir riechen nochmal. Ja, also der ist ein sehr, sehr kräftiger Duft, wo das Sandelholz nicht allzu sehr rauskommt. Also der ist eher spritzig, fruchtig, aber man riecht auch diese, das Wort, was ich nicht aussprechen kann, Frangipani-Blüten. Also man merkt, da ist was Blumiges mit drin. Und das Ginger, es steht jetzt zwar nicht mit in der Duftbeschreibung drin, aber es wird ja quasi hingewiesen, ferner Osten. Ne? Also es riecht gewürzig. Nicht winterlich gewürzig, es ist ein ganz, ganz interessanter Duft. Ich kann mir vorstellen, warum die den zurückgewählt haben. Weil auch das gibt's im Katalog gar nicht. Also wie gesagt, fruchtig, blumig und würzig in einem Duft verpaart. Sehr, sehr interessant. Und warm war der auch wirklich lecker im Raum. Also der hat sich gut entfaltet und das ist wirklich ein intensiver Duft. Genau, das war der Red Ginger Flower. So, mit was machen wir weiter? Weil wir können ja mal mit Hendrix weitermachen. Auf den habe ich mich schon gefreut, weil mein Sohn heißt ja Henry und das ist jetzt der Hendrix-Duft. Auch schon eine mega schöne Farbe. Aber ich sag euch gleich, ich habe an dem im kalten Zustand gerochen und habe gedacht, nee, das ist nichts für mich. Hendrix ist ein hölzerner Duft und der mir auch im kalten Zustand, bin ich ehrlich, nicht gefällt. Aber ich habe ja, wie ihr seht, schon die Düfte in meiner Lampe gehabt und habe sie geschmolzen. Und dann habe ich gedacht, hoppla, was ist denn hier los? Weil das war wirklich so ein Überraschungsduft für mich, den ich in die Lampe reingelegt habe. Und der wurde warm und es roch plötzlich angenehm. Wo ich vorher gedacht habe, der geht gar nicht für mich, ja. Also manche Düfte müsst ihr einfach mal in der Lampe riechen, ja. Also wer von mir schon mal meine kleinen Pröbchen gekriegt hat, natürlich ist das nicht ein ganzer Würfel für jeden. Es sind nur kleine Duftpröbchen, aber die könnt ihr trotzdem in eure Lampe reinlegen, um einfach mal die Nase drüber zu halten und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Duft im warmen Zustand riecht. Weil das ist manchmal echt ein Unterschied. Also Hendrix, wie gesagt, ist die hölzerne Kategorie. Eine elektrisierende Mischung aus Patchouli, frischem Sandelholz, ach, da ist es wieder, Sandelholz, und Pfefferbeeren, abgerundet mit süßen Tabakblüten. Ich vermute, dass dieses Sandelholz das ist, was erst rauskommt, wenn es warm wird. Denn es ist ja ein hölzerner Duft, er riecht nach Mann für mich. Also für mich sind fast alle hölzernen Düfte so Männerdüfte. Ein frisch geduschter Mann. Aber, wie gesagt, wenn der warm wird, dann kommt dieses Sandelholz da raus und dann wird das ein ganz sanfter Männerduft. Also hätte ich nie gedacht, dass ich so einen doch krassen hölzernen Duft mir mal bestellen werde, aber der ist für mich fast clubverdächtig, weil ich den so genial finde und das so ein krasser Effekt war für mich, wo ich gedacht habe, boah, geht gar nicht für mich. Ja, ich meine, jeder hat ja andere Düfte, die er mag oder die er nicht mag. Ist ja auch gut so, sonst würden wir alles Gleiche bestellen, dann wäre immer alles ausverkauft. aber den in warm, wenn ihr davon eine Probe habt oder bekommt, unbedingt in der Lampe ausprobieren, weil erst dann wirkt er richtig. Ja, der nächste Duft ist ein Duft, den ich sehr, sehr, sehr mag. Der nennt sich Cozy Cashmere. Es gab ja in der letzten Wintersaison einen Duft, einmal der hieß Cozy Cardigan und, ach, wie hieß denn unser Kaschmirduft? Kaschmir.
ich weiß es nicht mehr. Wir hatten aber auch noch einen Kaschmirduft im Winterprogramm. Und ich finde, das ist so eine Mischung aus beidem, falls ihr die kennt. Lassen Sie sich von warm umarmen, von süßen Brombeeren, reichhaltigen Amber und sanften Kaschmirmoschus. Also Amber ist auch was für mich, wenn ich das in der Duftbeschreibung lese, weiß ich schon, das gefällt mir. Wo Amber drin ist, ist auch für mich sowas von Wohlfühlen, von gemütlich, von sanftem Duft. Und Cozy Kaschmir verrät es ja schon, gemütliches Kaschmir. Und das ist einfach, oh. Ich glaube, es gibt auch ein Parfum, was so ähnlich riecht. Ich könnte euch aber nicht sagen, welches das ist. Also es ist ein sehr, 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 sehr angenehmer Duft. Und auch nicht zu schwer, dass man jetzt sagt, das wäre nur was für den Winter. Und ja, dieses Amber kommt raus. Die Brombeere riecht man nicht. Nicht allzu krass, weil ich ganz, ganz dezent im Hintergrund, aber es ist kein fruchtiger Duft für mich. Ja, das ist eher so ein textiler Duft. Ja, wie so ein schöner Wollpulli. Ein schöner Wollpulli. Also manchmal denke ich mir, was redest du da eigentlich? Aber es ist einfach, es riecht nach gemütlich. Sehr, sehr angenehm. Also wenn ihr so warme, wohltuende Düfte mögt, da sticht nichts hervor. Ich könnte euch nicht sagen, ist der fruchtig, ist der blumig oder sonstiges. Der ist gemütlich. Müsst ihr vielleicht einfach mal riechen. Aber Cozy Kaschmir ist auf jeden Fall auch wieder einer, der auf meinen Clubstapel kommt. Ja, der ist nämlich mega gut. Mega, mega gut. So, dann machen wir mal weiter mit Toasted Coconut und Amaretto. Mein erster Gedanke vom Lesen war, wow, weil ich liebe Kokos. Mein absoluter Liebling, alles mit Kokos. Aber enttäuschenderweise riecht er nicht nach Kokos. Nein, aber dafür riecht er nach Amaretto. Und das haben wir ja auch noch nicht gehabt. Ja? Also Toasted Coconut und Amaretto. Ich lese erstmal vor. Mandeln, Pralinencreme und ein Hauch von Anis. Auch in der Duftbeschreibung steht nichts von Kokos. Aber okay, nee, also es riecht auch definitiv nicht nach Kokos. Das ist ein Duft, der riecht boom nach Amaretto. Nach Amaretto und nach Mandeln. Vielleicht erinnert er mich auch einen Tick an Marzipan. Und das ist, wie gesagt, dieser Duft, wo ich eben gesagt habe, es gibt auch Düfte, die bei mir nett gehen. Er riecht schon angenehm, ja. Aber für mich wäre es jetzt einfach nichts für den ganzen Raum zu beduften. Aber er ist was ganz Besonderes und ich weiß, es gibt einige Kunden, die haben einen Duft verehrt, der hieß, wie hieß der denn? Cherry, Almond, Kirschmandel, Kuchen, Cherry Almond Cake, Cherry Almond Pie, irgendwie sowas in die Richtung. Und bis auf, dass die Kirsche hier nicht drin ist, aber dann könnte man ja mixen mit dem Duft Simply Black Cherry. Ich glaube, die beiden in Kombi kämen auch sehr gut. Dann hätte man das. Es hat halt auch sowas leicht, was an Kaffee erinnert. So oft, umso öfter ich jetzt daran rieche, vielleicht würde er mir doch gefallen für die Wintersaison. Ja. Ja, ich glaube, so im Herbst, Winter kann man den doch benutzen. Ja. Ja, also wie gesagt, das sind immer nur meine Meinungen. Ja? Also es geht nicht konform mit jedem. Ich sage euch nur, was mein Geschmack ist. Aber es ist kein Duft dabei, wo ich sage, gar keiner. Man muss halt einfach nur, man muss abwägen. Ne? Also wie gesagt, ich bin halt einfach jemand, der zum Beispiel hölzern und blumig gar nicht so mag. Aber man darf es nicht pauschalisieren, denn Hendrix hat mich wieder vom Gegenteil überzeugt. Ja, also Toasted Coconut Amaretto riecht nicht nach Kokosnuss, riecht nach Amaretto. Und den vielleicht mal im Hinterkopf haben, wenn man den mit dem Simply Black Cherry kombiniert, könnte der, glaube ich, auch richtig gut werden. Ja, also ruhig immer auch mal was mischen. Nicht nur immer eine Sorte nehmen, ihr könnt wirklich eure eigenen Duftmischungen machen. Ja, was nehmen wir als nächstes? Als nächstes haben wir Rhubarb Berry Jam. Und Rhubarb Berry Jam, mein erster Gedanke im kalten Zustand. Naja. Also er war nicht schlecht, aber er hat mich auch nicht umgehauen im kalten Zustand. Aber dann habe ich ihn geschmolzen für meine Pröbchen.
und ich liebe ihn. Der Duft ist so genial. Der ist so, so lecker. Er riecht nach Marmelade mit Rhabarber. Also genauso wie die Beschreibung ist, so riecht er auch. Wir können ja nochmal die offizielle Beschreibung lesen. Eine Mischung aus süßen Beeren und erfrischendem Rhabarber, wie hausgemachte Konfitüre. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Also genau das kriegt ihr auch in dem Duft. Ach, der ist so lecker. Aber wie gesagt, lasst euch hier bitte auch nicht vom kalten Zustand abschrecken. Beim kalten Zustand habe ich gedacht, der hat so ein bisschen was Seifiges vielleicht mit drin oder so. Aber wenn ihr den warm macht, ach, das ist ein Traum. Also richtig, richtig lecker. Der ist fruchtig und diesen Rhabarber, den riecht man aber wirklich auch mit raus. Und das macht das Ganze nicht so langweilig. Das gibt dem so einen richtigen Pep. Also ich finde es richtig, richtig gut. Und das ist definitiv einer meiner Top-Favoriten von den Bring Back My Bars, Rhubarb Berry Jam. Genau, dann machen wir weiter mit Perfectly Pomegranate. Das ist ein Duft, den kannte ich tatsächlich schon von früher aus Amerika. Deswegen Düfte haben ja auch lösen ja auch Erinnerungen aus und ja, deswegen fand ich den wahrscheinlich auch von Anhieb wieder gut, weil man sich dann immer so ja an die damalige Situation zurückerinnert. Also perfekter Granatapfel heißt er zu Deutsch, ein Klassiker, dunkler, fruchtiger Granatapfel mit einem süßen, bärigen Beigeschmack. Ja, und was soll ich sagen, genau so riecht er auch, genau so. Also es ist wirklich ein sehr, 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 sehr fruchtiger Duft. Oh, und dieser Granatapfel ist einfach mega gut getroffen. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also der ist intensiv, mega fruchtig und dieser Granatapfel ist einfach angenehm. Mega angenehm. Ja, und für mich persönlich riecht er nach Amerika. Aber wie gesagt, das ist halt einfach das, was man mit bestimmten Düften verbindet. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Norwegen-Incentive-Reise Kukui and Coconut mit dabei gehabt und das ist einfach ein Duft, den liebe ich zurzeit ohne Ende. Und der ist auch überall bei mir drin, als Handcreme und so weiter. Und ich weiß, wenn ich jetzt mal in die Zukunft blicke in 1-2 Jahren und ich werde dann nochmal Kukui and Coconut riechen, der wird mich immer wieder an diese Zeit zurückerinnern. Und das ist halt das, was ich auch so toll finde an den Düften. Ja. Fast ähnlich wie wenn du ein Foto machst oder ein Lied immer wieder zu einer bestimmten Zeit hörst, dass du dich dann automatisch wieder zu dieser Zeit zurückversetzt fühlst. Ja, also der nächste Duft ist wieder ein hölzerner Duft. Amethyst heißt er. Oh, das ist sehr klein geschrieben. Gut, dass ich heute meine Brille auf habe. Dem Amethyst-Kristall wird zugesprochen, dass er negative Gedanken bändigt und beruhigend und schützend wirkt. Der Duft Amethyst drückt dies mit einer lieblichen Mischung aus. Lavendelblüten, Kamille und Tonkabohne. Hört sich sehr interessant an. Wer kann sich darunter was vorstellen? Ich konnte es nicht. Ich habe nur gesehen, der ist lila und habe mich schon drauf gefreut. Und ja, der ist halt wirklich ein krass hölzerner Duft. Ja. Also er riecht für mich wieder sehr männlich. Aber durch dieses Lavendel, hat es halt auch was Blumiges mit drin. Ist ein ganz, ganz interessanter Duft. Wäre für mich wäre das was fürs Badezimmer, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mein Handy spinnt, da steht immer, es hüpft einer rein und hüpft wieder raus, hüpft einer rein, hüpft wieder raus. also falls ihr was in die Kommentare geschrieben habt, sorry, ich glaube, da stimmt gerade irgendwas bei mir nicht. Ja, also es ist ein hölzerner Duft, aber durch das Lavendel, wie gesagt, hat er auch ein bisschen was Blumiges mit dabei, deswegen passt auch die Farbe ganz gut und er ist halt einfach hübsch, ne? Einfach ein hübscher Duft. So, der nächste machen wir weiter mit Coastal Strawberry. Coastal Strawberry schaut so aus. Ein rosaner. Manche kaufen ja tatsächlich nach Farben ein. Habt ihr das gewusst? Müsst ihr mal drauf achten. Also es gibt ganz, also das heißt ganz viele, aber ich habe einige Kunden, die sagen, oh Steffi, ich brauche nicht riechen. Ich weiß, der ist rot und rot gefällt mir. Rot nehme ich.
Ja, und das ist ein rosaner Duft. Und ich habe mal drauf geachtet, eigentlich alle rosanen Düfte gefallen mir auch. Coastal Strawberry. Erdige, fruchtige Erdbeerreben und Himbeersamen mit Jasminblüte. Hört sich schon super an von der Beschreibung, würde ich sagen. Und er ist auch super. Er ist super. Also normalerweise, wenn ihr einen Erdbeerduft habt, ist der meistens babesüß und mega fruchtig. Der, ihr habt es ja vielleicht auch schon gehört, erdige Erdbeere. Und diese Jasminblüte dabei, er riecht nach Erdbeere, ja, aber er riecht nicht so babesüß. Also es ist total der angenehme Erdbeerduft. Ja, er hat sowas, was Erdiges im Hintergrund, aber das ist nicht negativ gemeint. Also es macht es wirklich sehr, 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 sehr angenehm und ist auch auf jeden Fall mit bei meinen Favorites dabei. Also sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, also er ist nicht süß, der Coastal Strawberry. Vielleicht minimal, aber das merkt man, wie gesagt, durch dieses Erdige da mit drinne. Und ich glaube, die Jasminblüte macht es halt auch nochmal. Ist ein ganz besonderer Duft. Habe ich noch nirgends anders so gerochen. Ja, dann nehmen wir doch nochmal einen süßen Duft. Und dieser süße Duft heißt Bananas. Und ja, wie soll es anders sein? Bananas ist gelb. Ja, und auch gelb sind eigentlich Düfte, die mir meistens gefallen. Bananas riecht nach Bananen. Also, ich esse nicht so gerne Bananen, aber riechen, oh, ich finde, das hat was total sommerlich Urlaubhaftes für mich. Eine köstliche tropische Mischung, nee, sorry, falsch vorgelesen. Eine köstlich tropische Banane gemischt mit Kokosmilch. Ah, und Inselvanille. Ein Duft, der an einen Kaubonbon mit Bananengeschmack erinnert. Ja, kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Also, ich habe in Gran Canaria, habe ich mir mal Bananen-Kaugummis geholt und die haben auch so geschmeckt, wie das riecht. Und jetzt, wo ich es lese, ja, man riecht auch leicht, aber nur ganz dezent die Kokosnuss mit raus. Also ihr könnt euch vorstellen, dieser Duft ist mit unter meinen Top-Favoriten für den Club. Der Club wird immer größer, aber dieser Duft, der ist so, so toll. Und auch wenn ihr den in der Lampe habt, ihr macht den an und ich habe Proben draus gemacht und war dann kurz im Garten und bin wieder reingekommen und habe gedacht, oh, Urlaub! Also sofort, obwohl es an dem Tag geregnet hat. Aber gut, also Bananas auf jeden Fall ein Favoritenduft für mich persönlich. Ja, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Bombenduft und ich verrate euch jetzt schon mal, ist eigentlich mit mein Favorit von den ganzen Bring Back My Bars. Ich habe mich von dem Namen alleine schon hinreißen lassen zu sagen, der muss gut sein, der muss gut sein. Pistachio Ice Cream. Pistaziencreme und Kokosmus als Garnierung von Vanillemeringue. Hört sich das nicht toll an? Hört sich das nicht traumhaft schön an? Und er ist pastellgrün. Und er riecht traumhaft, traumhaft gut. Ah, richtig gut. Also man riecht die Pistazie raus. Kokosnuss auch hier nett im Vordergrund, aber ich glaube, das macht das Ganze einfach nochmal sanft. Das ist ein süßer Duft, das muss man sagen. Er ist aber nicht klebrig süß. Also er ist süß angenehm. Auch so ein ganz, ganz, ganz warmer Duft. Ja. Also das ist für mich. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Pistachio Ice Cream. Der kommt in den Club. Den will ich nie wieder ohne sein. Der ist einfach. Oh. Und ich habe alles in Proben verarbeitet. Ich habe nichts mehr zum selber benutzen. Ich muss unbedingt nachbestellen ab 1.6. Oh, der ist mega gut. Pistachio Ice Cream. Ich kann es nur noch mal sagen. Pistachio Ice Cream. Pistachio Ice Cream. Pistachio Ice Cream. Pistazien-Eis. Ich esse es nicht gern, aber es riecht himmlisch gut. Es riecht wirklich mega, 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 mega gut. So, und jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt haben wir nur noch einen letzten. Und das ist Berry Bubble Blue. Berry Blub Blubble. Berry Bubble Blue. Eine köstliche Explosion aus schwarzen Himbeeren, saurem grünen Apfel und Zuckerwatte belebt die Badezeit, die Schlafenszeit, jede Zeit. Okay. Bisschen komische Duftbeschreibung, aber der Duft ist babyblau.
Und riecht himmlisch gut. Er riecht wirklich gut. Also, ich habe gedacht, Zuckerwatte ist mit drin, könnte vielleicht sehr, 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 sehr süß sein. Ist er aber nicht. Ist er überhaupt nicht? Also, er ist klar ein Ticken süß, ist er, aber der ist süß, fruchtig und frisch, alles in einem. Ich glaube, jetzt verstehe ich die Duftbeschreibung. Badezeit, die Schlafenszeit, jede Zeit. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein Duft, der ist anpassungsfähig. Sorry, meine Nase ist noch ein bisschen zu. Aber er riecht traumhaft toll. Und gehört auch mit zu meinen Favoriten. Ist was. Ja, der hat viele Komponenten mit drin. Das macht es immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu beschreiben. Aber er ist auf jeden Fall mega, mega angenehm. Ja, also jetzt haben wir sie alle hier platziert. Jetzt haben wir sie alle durchgeschnuppert. Seid ihr schon neugierig auf einen bestimmten Duft? Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Welchen Duft würdet ihr rein von der Beschreibung sagen, der könnte euch gefallen? Ich verrate euch meine Favoriten. Also, meine Nummer 1, ihr könnt es euch denken, ist und bleibt Pistachio Ice Cream. Also, das ist meine Nummer 1. Mega, mega, mega geil. Solche Düfte haben wir halt einfach nicht im Sortiment, weil ich glaube, die sind, ja, ich glaube, die gab es nur in Amerika, weil, oder ich habe es verpasst, dass es die jemals hier gab. Mega. Also, meine Nummer 1, Pistachio Ice Cream. So, jetzt wird es schon schwieriger. Nummer 2, ja, wird definitiv Rhubarb Berry Jam, weil das einfach so genial ist mit dem Rhabarber mit drinne. Ich mag immer solche, in Anführungszeichen, langweiligen Düfte auch nicht. Kennt ihr das? Weil, ich sag mal, einfach nur Erdbeer oder einfach nur Apfel, das kann jeder. Aber das macht ja Scentsy so besonders, dass sie einfach immer so coole Duftmischungen einfach hinbekommen, ja. Und das finde ich interessant. Und deswegen liebe ich so besondere Düfte einfach. So, der nächste unter meinen Favoriten ist definitiv Bananas. Bananas mit einem Touch von Kokosnuss. Liebe, liebe, liebe ich auch. Muss ich aber dazu sagen, dürfen sich nur die bestellen, die auch wirklich was Süßes mögen. Ja, also der ist schon süß, aber lecker. Ganz lecker. So, das ist meine Nummer 3. Nummer 4 könnte werden, ja, Cozy Kaschmir. Auf jeden Fall. Das ist für mich ein Duft, der geht immer. Der ist weder auf Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das ist ein Duft, der geht immer. Für manche mag er vielleicht eher in den Winter passen, weil er so was gemütlich Warmes hat, aber ich mag den total. Ich liebe diesen Duft. Sehr, 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 sehr angenehm. So, jetzt haben wir schon vier Favoriten ausgewählt. Ja, jetzt müsste ich mich für die Top 5 entscheiden. Entweder Berry Blob Bubble Blue oder Coastal Strawberry. Weil die sind schon beide geil. Ich glaube, ich würde Berry Bubble Blue nehmen. Ja. Berry Bubble Bloom. Nehmen wir als meine Nummer 5. Ganz knapp an Coastal Strawberry vorbeigehuscht. Ja, also das sind meine Top 5 oder eigentlich können wir auch Top 6 draus machen. Es sind ja 12 Düfte. Top 6. Der sechste ist Coastal Strawberry. Ja, das sind meine Favoriten. Falls ihr schon geschnuppert habt, sagt mir gerne mal, was eure Favoriten sind. Ihr könnt die Düfte wie immer einzeln kaufen. Ein Duft liegt bei 8,50 €. Ihr könnt ein Dreier-Set nehmen für 24,50 €, dann spart ihr 1 €. Oder ihr seid schlau und nehmt gleich einen Sechserpack. Beim Sechserpack zahlt ihr nur 5 Düfte und bekommt den sechsten gratis dazu geschenkt. Somit habt ihr ganze 8,50 € gespart. Ihr könnt bei Bring Back My Bar auch sagen, ich möchte das komplette Set, weil ich alle riechen will, weil ich alle Düfte liebe oder warum auch immer. Ihr könnt euch dann das Set auch individuell zusammenstellen und sagen, ich nehme meine Top 6, die ich mir jetzt ausgesucht habe, hier zum Beispiel, nehme ich alle zweimal, dann habe ich ja auch 12, das geht auch. Und im 12er-Pack zahlt ihr 85 €. Dann habt ihr aber 12 komplette Bars und spart euch ganze 17 € da dran. Ja? Also das ist so das Mega-Sparpaket, was ihr daraus ja, machen könnt. Eigentlich fällt mir gerade auf, ist es genial, dass ich eine Top 6 gemacht habe, weil dann kann ich 6er-Packs nehmen.
Das ist immer die schlauste Möglichkeit. Egal, ob ihr Bars bestellen wollt, Pots bestellen wollt, was fürs Auto, nehmt euch immer 6 Stück, weil dann zahlt ihr nur 5 und der 6. ist gratis. Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid jetzt vielleicht auch neugierig auf die Düfte geworden. Ab 1.6. gibt es die zu bestellen. Wenn ihr das ein oder andere Pröbchen mal haben möchtet zum vorab schnuppern, ist das auch gar kein Problem. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Ihr könnt aber auch bei Sensi, falls ihr es noch nicht gewusst habt, auch ohne Probleme einen Duft bestellen, den ihr vorher nicht geschnuppert habt. Denn wir haben einen Mega-Service und zwar haben wir eine 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn die Düfte bei euch ankommen, wenn ihr eine Lampe bestellt habt, die ihr vorher vielleicht noch nicht in live gesehen habt, dann könnt ihr hergehen und könnt das umtauschen. Innerhalb von 30 Tagen könnt ihr das mit der Zufriedenheitsgarantie umtauschen. Ist auch so, wenn ihr euch mal eine Handcreme bestellt und ihr merkt dann, sie gefällt euch aus irgendeinem Grund nicht oder ihr reagiert vielleicht drauf oder. Dann könnt ihr das auch innerhalb der 30 Tage Zufriedenheitsgarantie umtauschen. Ja? Also dafür liebe ich auch Sensi. Das macht es auch für mich als Beraterin total cool, damit zu arbeiten. Weil wir da wirklich sehr, sehr kundenorientiert sind und ja, man braucht keine Angst haben, dass man was bestellt, womit man dann ein Leben lang gefangen ist oder sinnlos Geld für ausgegeben hat, weil es in der Ecke liegt. Ja, also das gibt's bei uns nicht. Deswegen, wenn euch was nicht zusagt oder irgendwelche Probleme sind, dann immer an eure Beraterin der Wahl wenden und die kümmert sich dann darum. Genau. Ja, jetzt nochmal zu den Düften. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die sind ab 1. Juni verfügbar, solange der Vorrat reicht. Ja, also eigentlich nur im Juni. Aber ihr habt die Möglichkeit über den Sensi Club, falls ihr ihn noch nicht kennt, euch Düfte in den Sensi Club reinzupacken. Obacht, das ist ein Abo, ja. Aber, das soll man eigentlich nicht sagen, gell, habe ich mal gelernt. Aber es ist keine Abo-Falle, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ihr könnt euch einen Sensi Club anlegen. Alle Düfte, die ihr euch dort reinpackt, bei mir zum Beispiel, kommt jetzt Pistachio Ice Cream da rein, weil ich diesen Duft auch weiterhaben möchte, wenn er nicht mehr im Programm ist. Ja, der ist ja nur für kurze Zeit da, nur im Juni. Und wenn ich ihn darüber hinaus noch haben möchte, muss ich mir den in den Club packen. Da wird er für mich, wenn ich das will, 10 Jahre lang weiter produziert, auch wenn der gar nicht mehr im Katalog oder im Programm oder sonst was ist. 10 Jahre lang oder länger, solange ich möchte, wird Sensi diesen Duft für mich persönlich weiter produzieren. Geil, oder? Also wo gibt es so einen Service? Ich kann nicht zum, weiß ich nicht, Baumarkt meines Vertrauens gehen und sagen, könnt ihr bitte diesen Laminatboden lebenlang weiter produzieren? Die zeigen mir einen Vogel. Bei Sensi geht das. Ja? Ich liebe diesen Service, ich finde das so geil. Und das Tolle ist, ihr seid auch nicht gefangen an diesem Club. Ihr könnt den auch nur 1, 2, 3, 4 Monate machen und könnt dann von heute auf morgen sagen, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich genug Pistachio Ice Cream. Zack, will ich nicht mehr. Und dann könnt ihr entweder einzelne Sachen entfernen oder auch euer komplettes Abo entfernen. Der Club hat auch den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel einen 6er-Pack Bars da reinpackt, dann bekommt ihr automatisch 10% Rabatt. Ab einem Club-Abo von 42 Euro gibt es 10%, die direkt abgezogen werden. Ja, das finde ich halt auch genial. Und falls ihr euch zusammentut oder auch selber einen großen Club anlegt, dann bekommt ihr sogar ein Produkt, ein Sensi Club Produkt, ja, da sind alle Verbrauchsgüter drinne zum halben Preis. Unter anderem könnt ihr euch auch die Whiffbox dort holen, das habt ihr bestimmt schon mal von mir gehört. Dann habt ihr die Whiffbox zum halben Preis quasi als Dankeschön. Ja. Also ich liebe den Club. Anfangs habe ich mich nicht damit befasst und ihn noch nicht benutzt, aber jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht schon viel früher gemerkt habe. Dann hätte ich den ein oder anderen Duft, den ich jetzt nicht vermissen müsste. Ja, also Sensi Club, legt euch die Sachen da rein, die ihr weiterhin haben möchtet, denn die Bring Back My Bars ist ein typischer Kandidat, die gibt es immer nur einen Monat und meistens im Monat darauf kriege ich dann Anfragen, gibt es den noch, ich hätte den so gerne und oh nein, der ist weg. Sichert euch den im Club, dann müsst ihr ihn hinterher nicht mehr vermissen, denn haben ist besser wie brauchen. Genau, ja, wenn ihr weitere Infos zum Club brauchen solltet,
helfe ich euch gerne dabei. Schreibt mich an, ruft mich an, wie auch immer. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine tolle Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein paar Däumchen, über euren Support. Wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, gerne auf Abonnieren drücken. Meine Nase geht zu, Entschuldigung. Und wenn ihr auf diese kleine Glocke klickt, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und ich weiß, ich habe es euch versprochen, zeitnah werde ich auch das Video von meiner Norwegen-Reise noch für euch fertigstellen. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich alle klasse. Und danke, dass es euch gibt. Und bis zum nächsten Mal.